Rund 500 Menschen bildeten am 28. Februar vor dem Schweriner Rathaus eine Kette zur Verteidigung der Demokratie und des Friedens. Anlässlich der russischen Invasion in der Ukraine hat die Initiative Schweriner Aufruf die Veranstaltung am Marktplatz geplant. Die Menschenkette ist ein Zeichen für den Schutz demokratischer Institutionen und gleichzeitig eine Corona-bedingte Hygienemaßnahme. Mit Hilfe von Schals und Seilen hielten die Demonstranten den nötigen Abstand. Wir wollten ganz wichtig ein Zeichen setzen. Ursprünglich haben wir ja mal Demokratie und Menschenrechte auf die Agenda gebracht. Für uns ist aber Frieden, Demokratie und Menschenrechte ein Dreiklang, der sich nicht auseinanderdividieren lässt. Und deswegen wollen wir in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, mit den Kriegsgeschädigten, mit den Flüchtlingen, die sich jetzt auf den Weg machen, Solidarität zeigen. Denn wir sind der Meinung, es ist ganz wichtig, dass in vielen Städten Europas der Protest gegen diktatorische, autoritäre Regime auf die Straße gebracht wird, um auch einen Gegendruck auszurichten. Laut Trebsdorf haben sich 12 verschiedene Organisationen an der Versammlung beteiligt. Ursprünglich ging es bei dem Schweriner Aufruf um die antidemokratischen und rechtsextremistischen Tendenzen bei Querdenkerbewegungen. Auch die aktuelle Situation in der Ukraine zeigt einen schwerwiegenden Angriff auf Völker- und Menschenrechte. Aus diesem Grund wurde die Versammlung auch in Zusammenhang mit Solidarität und Frieden gesetzt.